Lebst du aktuell in einer Partnerschaft? Unabhängig davon, ob du diese Frage bejahen oder verneinen kannst, geben wir dir im heutigen Video aufschlussreiche Informationen darüber, was für eine starke Partnerschaft spricht. Sei gespannt! Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Erstens, ein offenes Ohr füreinander. In einer guten Beziehung wird nicht nur geredet, sondern auch effektiv zugehört. Ein offener und konstruktiver Umgang miteinander fördert das Wohlbefinden jedes Paares ungemein. Das gegenseitige Zuhören bietet gleich mehrere Vorteile. Zum einen lassen sich aufkeimende Probleme und Sorgen schneller lösen, zum anderen ist der alltägliche Austausch allein der Kommunikation wegen von großer Bedeutung. Sich gegenseitig wertzuschätzen bedeutet auch, sich zu verstehen, und wie sollte ein generelles Verständnis besser funktionieren als mittels angenehmer Gespräche, die bestenfalls auf ungezwungener und harmonischer Basis in regelmäßigen Abständen geführt werden. Offenheit heißt auch, dem Gegenüber unvoreingenommen entgegenzutreten. Die Fähigkeit, in guten wie in schlechten Zeiten einen verständnisvollen Umgang zu pflegen, kann in einer Beziehung wahre Wunder wirken. Das daraus entstehende gegenseitige Vertrauen schweißt sehr zusammen und setzt obendrein ungeahnte Energien frei. Reichlich zu erfahren gibt es in einer offen geführten Beziehung übrigens auch, das wiederum mit dem regen Austausch zu tun hat. Mit offenen Ohren und Augen durch das Leben zu gehen, hat ohnehin noch nie jemandem geschadet. Zweitens, Kommunikation. Das offene Ohr ist auch nur dann von Nutzen, wenn die Kommunikation zwischen beiden Partnern stimmt. Der gegenseitige Austausch von Gefühlen jeglicher Art fördert eine intensive Kommunikation. Der klassische Smalltalk hingegen fällt zwar auch in die Kategorie der Kommunikation, jedoch unterscheidet sich dieser aufgrund seiner Oberflächlichkeit vehement von tiefgründigen Gesprächen. Bedeutsame und regelmäßige Gespräche verbinden. Sie zeugen zudem von gegenseitigem Interesse. Paare, die sich aufgrund ihrer beruflichen Situation nicht jeden Tag über den Weg laufen, erleben diese gemeinsamen Gespräche als besonders intensiv. Es kommt also in erster Linie auf die Qualität der Kommunikation innerhalb einer Beziehung an. Die Quantität ist zwar nicht unwichtig, sie ist allerdings weniger aussagekräftig als die Frage nach der Art und Weise. Ein Mangel an Kommunikation und zu viele Oberflächlichkeiten wirken sich zwangsläufig negativ auf eine Beziehung aus. Eine enge zwischenmenschliche Verbindung ist ohne eine gelungene Form der Kommunikation nahezu ausgeschlossen. Hin und wieder muss sie sich allerdings erst entwickeln. Nicht wenige Menschen sind am Anfang einer Beziehung scheu oder verhalten sich in Gesprächen möglicherweise aus übergroßem Respekt zurückhaltend, und eine innigere Gesprächskultur ergibt sich im Laufe der Zeit von ganz allein. Drittens, konstruktive Streitkultur. Da Streit bekanntlich in den besten Familien vorkommt, ist die entscheidende Frage nicht, ob, sondern wie ein Disput am besten zu lösen ist. Unabhängig davon, ob es sich um eine Meinungsverschiedenheit oder eine handfeste Auseinandersetzung handelt, manchmal lassen sich diese unangenehmen Begleiterscheinungen nicht vermeiden. Doch anstatt nur den Kopf in den Sand zu stecken, ist eine gesunde Streitkultur gefragt, und diese will gelernt sein, da es recht viele Dinge zu beachten gilt. Zuallererst zeichnen sich Paare, die konstruktiv streiten können, dadurch aus, dass sie die Fähigkeit besitzen, sich während eines Streits nicht persönlich anzugreifen. Etwa indem sie auf verletzende Beleidigungen des Gegenübers verzichten. Eine weitere Eigenschaft solcher Paare, die sich als konstruktiv charakterisieren lässt, ist gegenseitiger Respekt auch im Streitfall. Darunter fallen Dinge wie sich gegenseitig ausreden zu lassen oder der Versuch, die Argumentation des jeweils anderen zu verstehen. Ein Konflikt muss also nicht in einer Katastrophe enden, sondern kann bestenfalls sogar neue Türen öffnen. In Beziehungen, in denen Lösungen statt Eskalation auf dem Plan stehen, funktioniert auch das Streiten überraschend gut. Ein wenig Reibung kann in einem ansonsten monotonen Alltag vielleicht auch sogar von Vorteil sein. Konstruktiver Streit beflügelt in diesem Fall. Viertens, Empathie. Hierbei handelt es sich um einen Begriff, der für jede intakte Beziehung unerlässlich ist.
Ein empathischer Partner bzw. eine empathische Partnerin versteht es, sich mit ganzem Herzen in den jeweils anderen hineinzuversetzen und sämtliche Gefühlsregungen, auch jene, die äußerlich kaum wahrnehmbar sind, aufzuspüren. Feine Gefühle zu besitzen und jene des anderen aufzusaugen, ist eine Fähigkeit, die vor allem unglücklichen Paaren verborgen bleibt. Echte Liebe und damit verbunden echte Gefühle machen genau das aus, was landläufig als Glück bezeichnet wird. Einem solchen Partner gelingt es immer wieder, den anderen insbesondere in schwierigen Phasen aufzufangen, für ihn eine Stütze zu sein und für eine insgesamt positive Stimmung innerhalb der Beziehung zu sorgen. Idealerweise sind beide Partner mit jeder Menge Empathie ausgestattet. Dies wäre bereits eine von mehreren perfekten Zutaten für ein langes, harmonisches Zusammenleben. Gemeinsames Glück zu teilen und sich über die kleinen Dinge des Lebens freuen können, lässt jede Beziehung aufblühen. Eine empathische Partnerschaft ist auf der symbolischen Ebene wie ein festes Seil, das niemals reißt. Die innere Verbindung ist stärker als alle äußeren Widerstände. 5. Humor. Wer einen guten Humor besitzt, lacht viel und Lachen fördert nachweislich die Gesundheit, da während dieses Vorgangs auf körperlicher und seelischer Ebene jede Menge Prozesse in Gang gesetzt werden. Damit wird Humor zu einem entscheidenden Faktor einer starken Partnerschaft. Humor ist im Grunde keine Eigenschaft, die man lernen kann, sondern von Natur aus das Wesen eines Menschen ausmacht oder eben nicht. Daher können sich humorvolle Paare umso glücklicher schätzen, wenn sie einen solchen Freund oder eine solche Freundin an ihrer Seite haben. Doch Humor bedeutet beileibe nicht nur Spaß, er ist vor allem als persönliche Lebenseinstellung zu betrachten. Wer humorvoll durchs Leben geht, empfindet anders als andere, die engstirniger unterwegs sind. Dies soll nicht als Wertung verstanden werden, es ist vielmehr als eine Art der Bewältigungsstrategie zu verstehen. Humor wird gar die Fähigkeit zugeschrieben, Beziehungen zu retten und neue zu formen. Insofern verwundert es nicht, dass sich ein Großteil aller Paare einen humorvollen Freund bzw. eine humorvolle Freundin wünschen. Zusammen durch dick und dünn zu gehen, macht somit wesentlich mehr Spaß, auch in schweren Zeiten sollte der Humor nie gänzlich fehlen. 6. Akzeptanz. Alle Menschen besitzen Stärken und Schwächen. Letztere werden oft kaschiert, um bloß keine Schwäche zu zeigen. Die Wahrheit ist, wer einen Menschen wirklich liebt, akzeptiert auch die Schwachpunkte seines Partners. Die Akzeptanz des Gegenübers ist eine wertvolle Tugend, die vielen bereits von Kindesbeinen an gepredigt werden und dennoch gelingt es längst nicht allen Paaren, ihren Partner voll und ganz zu akzeptieren, was schwerwiegende Folgen nach sich zieht. Den anderen so anzunehmen, wie er ist, erfordert in erster Linie, mit sich selbst im Reinen zu sein. Wenn dies der Fall ist und sämtliche Makel, die ein Partner in eine Beziehung mitbringt, als menschliche und nicht verteufelte Eigenschaft wahrgenommen werden, dann steht einer starken Partnerschaft nichts im Wege. Natürlich bedeutet dies nicht, dass auch völlig inakzeptable Verhaltensweisen toleriert werden sollten. Aber ein gewisses Maß an Grundakzeptanz sollte in jeder intakten Beziehung vorhanden sein. Unser heutiges Fazit: Eine starke Partnerschaft entsteht weder von heute auf morgen, noch lässt sie sich erzwingen. Entscheidend für ein solch stabiles Konstrukt sind günstige Vorzeichen in Bezug auf Charaktereigenschaften wie die genannten Attribute Empathie, Humor und Akzeptanz. Aber auch die sprichwörtliche Chemie zwischen beiden Partnern sollte stimmen. Wer in einer starken Partnerschaft lebt, kann sich definitiv glücklich schätzen. Das war's für heute. Wir hoffen, dir hat unser heutiger Beitrag gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen.